Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch zur 7. Folge in der kleinen Serie Die Bounty Hunting Karriere. Wir haben heute einen Patch gekriegt und spielen Star Citizen in der Version 3.12. Dieser Patch soll den Fehler mit den Bounties beheben, also mit den Bounty-Missionen. Und da gehen wir dann doch gleich mal ins Spiel rein, um das Ganze zu testen. So. Ausgesucht habe ich mir für heute die Avenger Titan. So. Ein feines Schiff für die Bounty-Mission, besonders im Anfangsbereich, ist sie gut geeignet. So, Klappe zu, starten und dann heben wir erstmal ab, damit wir hier nicht eingestort werden. Wir hatten ja das Problem damit, dass wir keine Missionen mehr bekommen haben, da unsere Faden, sag ich mal, dazu abgerissen ist und wir kamen nicht an die Pro-Temp Mission heran und da gibt es noch eine andere, die uns auch noch fehlt. Ja, dann scannen mal. In der Zwischenzeit hole ich mir schon mal die Mission. So, da. Oder hatte ich die andere schon angenommen? Nein, noch nicht. So. Das ist Arlington. Das ist VHRT. Okay, das ist die Pro-Tem Bounty Contract Mission. Das ist die, die wir haben müssen. Ne, wo ist sie hin? Okay. Und Track. Na komm. Karte, geh auf. Sei freundlich zu mir heute. So, wo schickt er uns hin? Ja. Okay, dann geht's erstmal auf Richtung Port Olisar. Du wohnst da mal verorten. Route und sind dann weiter. Das wird dann also eine Verfolgungsjagd zu dieser Mission. Hoffen wir mal, dass wir sie erledigen können und dadurch relativ fix unsere komplette Bounty-Reputation wiederhergestellt haben. Dann mal rüber nach Crusader. Das Schiff ist momentan bestückt mit 3 Attrition-Waffen und da probieren wir dann gleich mal aus, wie sich das im Kampf so verhält. Ja, das weitere Loadout des Schiffs kann ich ja mal kurz hier zeigen. Wir haben da also die Avenger Titan. Hier muss ich noch eben die Attritions reinsetzen. Laser Repeater. So. Der Rest ist alles gleich geblieben. So, damit haben wir dann schon mal einen guten Wert. Die Waffen sollten wir dann auch gleich gut übertakten können. Und das stellen wir dann schon mal ein.
So. Quatsch, nicht ausstellen. Overclocken, overclocken, overclocken. Palisadeschild und das Schild auch overclocken. Das war's dann auch schon. So, dann haben wir jetzt hier nur noch die Einstellung. Das kann ruhig alles auf die 1. Vier Raketen. Oder trennen wir den doch mal. Der auf die 0. Wie gesagt, eingebaut haben wir Schilde FR-66, das ist ein Militärschild, Klasse A, dann ein industrielles Palisade, auch Klasse A, Powerplant JS-300, auch aus der Militärklasse. Bei den Coolern haben wir ein Glaser Militärglas B und ein Zero Rush aus der Competition. Ja, die Raketen sind original drin geblieben. Wie gesagt, die Waffen alle gefixt. Einmal Attrition Level 4 und zweimal Attrition Level 3. Ja. Dann schauen wir doch mal, was wir damit gleich ausrichten können. Aber erstmal noch diesen langen Flug eben kurz nach PO, bevor wir dann unseren Gegner weitersuchen. So, schauen wir mal auf die Karte hier. Tja, weit draußen, wo immer das auch sein soll. Aber egal. Erstmal ab nach PO. Ja, da hat es zu lange gedauert, dass wir hier waren, aber nun ja. Schauen wir gleich mal rein. Ja, da ist gerade was neu reingekommen. Nee. Okay. Erstmal nach PO auftanken. Landing gear deployed.
So, einmal mit Autolandung, also Autolanding hier runter. So. Dann schon mal. So war es eigentlich gedacht. Schon mal tanken. Okay. Nochmal den Versuch. Ja, sonst funktionierte es schon, während er noch im Landeanflug war. Vielleicht haben die da ja auch noch eine Kleinigkeit geändert. Wer weiß. Ja, so. Jetzt haben wir auch von der Karte genug gesehen. Wie gesagt, wir stehen jetzt auf PO. Es hat also keinen großen Unterschied hier gemacht, ob man jetzt die Karte sieht oder nicht. Egal, sag ich mal. Wir heben hier jetzt erstmal ab. So. Schauen nach den Aufträgen. Thank you. And please visit again. Okay, er scheint mir aber schon ein bisschen fortgeschrittener zu sein. Aber okay, wir nehmen ihn an. 1, 2, 3. Okay, und... Zack. Den nehmen wir auch mal mit an. So, machen wir den einen zuerst. Schauen mal, was das andere ist. Was? Ah. Erstmal Karte. Na komm. Das ist ja ganz da hinten. Schauen wir mal bei dem. Ja, dann machen wir den zuerst. Eben einfach mal hinschauen, gucken, was das ist. Wenn es zu groß ist, holen wir uns was Passendes.
Ich kenne das doch. Wenn ich hier jetzt aussteige, dann steigt er in den Flieger ein und behagt mich von hinten. Ach, Mann, Mann, Mann. Jo, wie ich schon sagte, sobald ich aussteige, da fliegt er da nämlich jetzt schon oben rum. So. Die anderen interessieren jetzt nicht, was da irgendwo kommt. Einfach nur weg. Zum nächsten Ziel hin. Ja, und hier können wir die Waffen doch ruhig zusammenlegen, so wie sich das auch... Na komm. Ja. Na komm, geh nach unten. Nee, will er nicht. Schauen wir mal, ob es da geht. Nein, auch nicht. Riskant, 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 das Schiff jetzt auszustellen. Und wieder an. So. Nee, dafür müsste ich ausstellen und aufstehen. Ja, ich komme gerade an die Waffen nicht dran, dass ich da irgendwas abändern könnte am Schiff. Darum eben kurz an das Schiff ausgestellt, ausgestiegen, wieder rein, Schiff wieder anstellen. Und hoffen, dass es jetzt geht. Jo, das geht schon mal. Und das Übertakten. Na komm. Dahin. Weg. 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 Ja. Weg. Na komm. Na, das sind nur die Schilde da unten noch. So. Das sollen wir langen. So. Jetzt der dritte im Bunde. Grimhex, nein.
komm, gib mir brav die Karte. Na komm. Aber ich spring erstmal von hier weg. Ist er nicht ausgestiegen. Na komm, Karte. Jetzt haben wir's. Aber okay, die fehlenden Aufträge scheinen drin zu sein. Zumindest erstmal wieder freizuschalten zu gehen. Und das probieren wir dann noch erstmal aus. Dass wir dann auch wieder alles kriegen. So, dann heißt jetzt erstmal wieder abwarten und Tee trinken. Tee trinken ist immer ein gutes Stichwort. Schenken wir uns doch nochmal einen ein. Es braucht der Gegner nur noch kommen. So. Ja, ich hatte mal eben geguckt, ob die Ansicht auf 100% ist. So. Eine Gladius als Gegner. Natürlich ein bisschen beweglicher.
Und dann flippt er auch mal weg, so der Gegner. Ist ja auch nichts Neues, kennen wir ja. Na komm, lass dich abschießen. Upala. Das sollte man jetzt natürlich nicht machen. Irgendwo seitwärts gegen Straven. Wie sagt man so schön, riesengroß der Asti und trotzdem nicht gesehen. Aber die Mission haben wir komplett completed. Dadurch haben wir jetzt die Mission von Northrock, also für Northrock, freigespielt mit. So, zack. Tun wir die Titan claimen. Na, wieder noch was? For your convenience, our automated ship organization system handles storage of all vehicles. To access your craft, consult one of the terminals located around the station. Ah, da ist die Claim-Zeit ja auch nicht so schlimm. Und dann machen wir die mal instant. Holen Sie uns mal gleich wieder. So, und schauen wir mal bei unseren Aufträgen rein. Jo. Ja, und für Northrock, wie gesagt, die sind sie jetzt auch wieder da. Das ist ja schon mal wunderbar. Und für die anderen, da müssen wir dann tatsächlich, so wie es aussieht, eine Runde fliegen. Einmal nach Hurston hoch. Schauen wir mal, was da steht. IP wanted, ja. Ja, den wollen wir jetzt mal annehmen. So, das war der für Hurston, der Auftrag. So. Und da sollten wir dann auch nach Hurston für ihn hinfliegen. Da mache ich mich doch mal auf den Weg dahin. Aber echt zu blöd. Eben den Asti nicht gesehen. So, die 7 und 8. Da steht der Pott. Schon lange nicht mehr geflogen, den Vogel, was das angeht. Aber mit dem Attrition Waffen da drin scheint ja ganz gut zu funktionieren. So, Startknöpfchen.
Bitte. Thank you. And please visit again. Klick, klick, klick. Manchmal klappt's. So, erstmal nach Hörsten. Dann nach Everest Harbor. Macht das nicht. Na komm, drehen wir ihn mal so. Dass man da immer so hin und her schalten muss, das ist nervend. Aber sowas von nervend. Ja, und da wir jetzt auch schon wieder die halbe Stunde hier voll haben, da würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Ich fliege dann auch weiterhin zurück. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig Spaß gemacht und gezeigt, dass es jetzt geklappt hat mit dem neuen Patch, dass wir da diese Aufgaben wieder haben. Hätte das nicht geklappt, hätten wir einmal ein Reset machen müssen und hoffen, dass dann die neue Funktion geklappt hätte. Dass diese Aufgaben dann wieder für uns freigeschaltet werden. Aber ich denke mal, das wird man dann im nächsten Mal sehen. Ja, dann sage ich mal, stenne danne. Und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Tschüss.